Heutzutage dehnen sich die Siedlungen und die Infrastrukturbauten immer mehr aus. Und auch die Landwirtschaft wird an vielen Orten sehr intensiv betrieben. Es braucht darum mehr Platz für die Natur. Und wegen seiner grossen Ausdehnung hat der Siedlungsraum da viel Potenzial. Gerade naturnahe Gärten können wichtige Lebensräume für die Vögel sein. Hier finden sie Plätze zum Brüten, zum Ausgrühen und auch natürliche Nahrung. In einem naturnahen Garten fühlen sich nicht nur die Vögel wohl. Auch viele andere kleine Tiere profitieren vom Admiral bis zur Zuneidechse. Das A und O in einem vogelfreundlichen Garten, das sind einheimische Pflanzen, weil sie sind Basis für die Nahrungskette. Einheimische Pflanzen, die stehen auf dem Speisplan von vielen Insekten und von ihren Larven. Und die Krabbeltiere, die sind dann eben wieder Nahrung für insektenfressende Vögel. Weil fast alle unsere Singvögel ihre Jungen mit Insekten füttern, sind Insekten im Frühling auch eine wichtige Nahrungsquelle für Körnerfresser. Einheimische Pflanzen die produzieren aber auch Sämli und Beeren und das sind ebenfalls wichtige Nahrungsquellen für die Vögel. Die Beeren vom gemeinen Liguster zum Beispiel, die werden von mindestens 11 verschiedenen Vogelarten gefressen. Das Zauberwort für einen vogelfreundlichen Garten, das heisst Vielfalt. Und das gilt bei den Pflanzen, aber es gilt eben auch bei den Strukturen und im Unterhalt, weil die Sämli und die Beeren, die müssen sich auch entwickeln können. In einer Blumenwiese wachsen nicht nur Gräser, sondern auch verschiedene Blütenpflanzen. Und die Blüten die produzieren Nektar und der ist dann wieder Nahrung für verschiedene Insekten. Und wenn man jetzt bei jedem Schnitt ein Drittel der Wiese stehen lässt, dann hat man einerseits noch Blütenförderung und andererseits entwickelt sich auch Samenstände. Und von denen profitieren dann wieder Körnerfresser unter den Vögeln, wie zum Beispiel der Hausspatz oder der Stieglitz. Gebüschgruppen oder Hecken die bieten Brutplätze für verschiedene Vögel. Und die sind eben dann besonders wertvoll, wenn verschiedene Arten dicht ineinander wachsen. Für die Vögel ist es auch von Vorteil, wenn Dornensträucher, wie zum Beispiel ein Weissdorn, drunter sind. Viele Wildsträucher bilden auch Beeren aus. Also der schwarze Holunder der trägt zum Beispiel schon im Spätsommer reife Beeren. Und so finden Zugvögel wie ein Gartengrasmuck energiereiche Nahrung. Beerensträucher, die später reif sind, wie zum Beispiel die Heckenrosen, die sind wichtig für Vögel, die überwintern, wie die Amseln. Auch Kleinstrukturen die gehören zu einem vogelfreundlichen Garten. Asthüfen oder Holzbiegen die sind zum Beispiel attraktiv für ein Rotkehli, aber auch für andere kleine Tiere wie Igel, Blindschleichen, Zuneidechsen oder Insekten. Übrigens, häufig sind Strukturen, die schon im Garten da sind, für die Natur sehr wertvoll und sie sollten darum erhalten bleiben. Alte Bäume mit abgestorbenen Ästen sind Lebensraum für Insektenarten, die auf Totholz spezialisiert sind. Und das freut den Buntspecht, weil er ernährt sich von genau so Insekten und er braucht das morsche Holz eben auch, um seine Bruthöhle reinzumeisseln. So Höhlen in alten Bäumen die sind aber auch beliebte Brutplätze von Meisen und auch gewisse Fledermausarten verbringen den Tag in Baumhöhlen. Vielleicht hat sie ja wilde Ecken im Garten. Hier finden verschiedene Tiere Verstecke oder Nahrung. Aber Brennnesseln fressen die Raupen vom Tagpfauenauge und vom kleinen Fuchs. Und von den Brennnesselsamen profitieren Haus- und Feldspatzen. Auch Trockenmauern sind wichtige Lebensräume, z.B. für Eidechsen oder auch für Wildbienen. Wände, die mit Efeu, Hopfen oder anderen Kletterpflanzen bewachsen sind, die bieten Brutplätze für gewisse Singvögel, wie z.B. eine Amsel oder einen Grauschnäpper. Wir hoffen, Sie sind auf den Geschmack gekommen. Eins können wir Ihnen versichern, nicht nur die Vögel die werden von so einer Naturoase profitieren, sondern auch Sie. In einem naturnahen Garten gibt es immer wieder etwas zu beobachten und es gibt auch sehr viel Erstaunliches über die Natur zu lernen. Und auch der Unterhalt der ist häufig abwechslungsreich und man entdeckt häufig auch Überraschendes.